Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von 5 auf einen Streich. 4 bis 5 Mal die Woche suche ich mir kleine interessante Häppchen aus dem Internet und teile die mit euch, weil sie euch vielleicht auch interessieren könnten. Dann kommen wir zur heutigen Nummer 1. Was für ein Gefühl ist es wohl, sich selbst aus der dritten Person-Perspektive zu erleben? Ein paar findige Entwickler und Maker haben sich genau dieses Problem angeschaut und haben aus einer Oculus Rift und ein paar Hero-Kameras genau dieses nachgebaut. Mit ihrer Entwicklung erlebt man sein Umfeld genauso, wie wir es aus 3D-Videospielen kennen. Die heutige Nummer 2. Ein Teil des Einparkens auf dem Düsseldorfer Flughafen wird jetzt von einem Einparkroboter übernommen. Das System wurde letztes Jahr schon vorgestellt und wird jetzt in Düsseldorf für 285 Parkplätze aktiv in einem Premium-Service angeboten. Das Ganze soll sich besonders an Vielflieger richten, die vor dem Abflug nicht lange nach einem Parkplatz suchen möchten. Und wenn das Ganze gut läuft, will man das Ganze auf weitere Parkplätze ausweiten. Die Nummer 3 für heute. Eine kleine Vorschau auf Motion Tennis. Das Ganze soll ein Wii-Tennis-ähnliches Erlebnis mit einem Android-Telefon und dem Chromecast ermöglichen. Hierbei wird das Android-Telefon als Motion-Controller zum Einsatz gebracht und der Chromecast zum Anzeigen des Spiels. Das gleiche gibt es von der Firma schon für iOS in Kombination mit dem Apple TV. Die Nummer 4 für heute. In der heutigen und kommenden Sendungen möchte ich nach alten, ja, Spieleklassikern Ausschau halten und gucken, ob es aktuellere Versionen von den entsprechenden Spielen gibt. Heute für euch Prince of Persia für Android und iOS. Die Spielaufgabe hat sich natürlich nicht verändert. Du bist ein Prinz des persischen Königreiches und deine Aufgabe ist es, die Prinzessin aus dem Palastturm zu befreien. Ein schön aufbereiteter Klassiker, der auch heute noch wirklich Spaß macht. Und zum Abschluss haben wir unsere Nummer 5. Nach IP Deutschland und 7-1 Media geht jetzt auch Axel Springer gezielt gegen Adblocker mit einer Klage vor. Da durch den Adblocker erheblich Werbeeinnahmen reduziert werden, versuchen sie auf dem rechtlichen Weg jetzt gegen die Firma vorzugehen. Selbst wenn die Klage durchgehen würde, wird dadurch das Grundproblem nicht gelöst. Neben Adblock Plus gibt es auch andere Lösungen, teilweise auf Hardwarebasis. Leute, die aktiv Adblocker einsetzen, müssen sich darüber im Klaren sein, dass in der Zukunft Inhalte komplett aus dem Internet verschwinden oder hinter Bezahlwänden versteckt werden. Ja, das war's wieder für die heutige Sendung. Wie immer, schaut bei uns auf der Internetseite vorbei, abonniert uns auf YouTube, gebt uns ein Like bei Facebook und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Sendung. Tschüss!